Inzwischen? Ja, ich versuche es. Du Papa, sag mal. Was ist eigentlich Geschlechtsreif nur wirklich? Geschlechtsreif heißt, man kann Kinder kriegen. Ach so, deshalb muss man wohl die Badehose anhalten. Die Badehose? Oh, nein, weißt du, das ist kompliziert. Na, richtig. Und keine Angst, man kriegt nicht gleich Kinder, wenn man die Badehose auszieht. Und muss der Mann noch etwas anderes tun? Ja, wenn er etwas anderes macht, dann schon. Also, dann kann man auch die, ich meine, einen dicken Bauch kriegen. Was? Die ist doch viel zu jung. Das Bücherbrett ist fertig. Kommen Sie doch vorbei, wenn Sie Zeit haben. Ich möchte Sie sagen. Mit freundlichen Grüßen an Perlo und Austin. Wieder die Lehrerin. Nah.
Wie finden Sie es? Mal ganz ehrlich. Na, ein bisschen komisch sieht's ja aus. Der Meister meint also, das Bücherregal ist nicht sehr gelungen. Doch, doch, das ist sehr schön. Ja, vielen Dank, Meister. Du wirst nie erraten, wer in unserer Wohnung ist. Doch.
komische rote Haare hat. Eine Frau mit roten Haaren? Das ist unsere Lehrerin. Quatsch. Das ist doch gesponnen. Wollen wir wetten? Ja, gerne. Und warum? Zum Raumfutter. Und wenn ich nun gewinne, was krieg ich dann? Ein Ei. Ich darf also gucken, ja? Komm. Was hast du mit dem Schleichen? Warum denn? Naja, es kann doch sein, sie machen etwas, was sie nicht sehen sollen. Was soll denn das sein? Endlich mal Loch.